Ihr Lieben, ich bin's, die Diana. Ich wollte jetzt mal ein persönliches Video von mir machen. Sagen, also mitteilen, viele wissen das, dass ich krank bin. Ich habe die Zwangsstörung und es belastet mich sehr, muss ich dazu sagen. Und viele können damit nicht umgehen, das verstehe ich ja auch. Aber ich habe diese Krankheit schon seit jetzt 8 Jahren. Und im Moment zieht mich das ganz schön runter. Und beschäftige mich auch mit vielen Basteln und Verpackungen und alles. Aber das reicht nicht. Also ich muss da irgendwas machen. Viele kennen Zwangsstörungen schon, aber ich habe was anderes und für manche ist es schlimm und für manche halt nicht, weil sie sich ja schon ein bisschen auskennen und bin eigentlich ein offener Mensch. Also ich rede auch, wenn es mir nicht gut geht und so. Und ja, heute früh habe ich einen Brief bekommen und da steht, dass ich im April ins Krankenhaus muss, wo ich ganz schockiert war und dachte, ach du Schande, das darf nicht wahr sein, jetzt schon ins Krankenhaus. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt, also sozusagen für länger drin bin oder nur stationär, das weiß ich jetzt nicht. Und ja, das ist eigentlich ganz, wie soll man sagen, ganz komisches Gefühl. Und mein Mann macht schon wieder Blödsinn auf dem Balkon. Bringt mich natürlich zum Lachen, wenn ich ganz traurig bin. Und er steht natürlich hinter mir, meine Familie auch, meine Mama und mein Papa. Und ein paar Freunde auch. Und ja, ein paar neue sind dazugekommen. Und ich sage das gleich vorhinein, dass ich das habe, dass sie das auch wissen. Ich möchte da nicht hinten rumreden. Ja, ich bin krank, aber ich möchte kein Mitleid haben von niemandem, weil ich ja seit 8 Jahren ungefähr damit leben muss. Und seit diesem Jahr habe ich, also bin jetzt beim Facharzt. Und vieles ist passiert dieses Jahr, wo ich nie gedacht hätte. Aber es ist nun mal so. Und ich verstehe diese Leute nicht, die mich so behandelt haben. Und ja, jetzt wisst ihr ein bisschen Bescheid. Ich hoffe, ihr kommt klar damit. Wenn nicht, kann ich euch nicht aufhalten. Naja. Und hier scheint die Sonne schön rein. Und ja, was soll ich noch erzählen? Dass halt im Moment ziemlich alles den Bach runter geht. Und jeden Tag kommt was anderes und was anderes. Und man kann nicht mehr, man kann einfach nicht mehr. So, für mich ist es sehr anstrengend alles. Und ja. Und ich mache diese Videos auch, also ich hatte schon mehrere Videos gemacht und ich habe die dann einfach gelöscht, weil ich damit, wie soll ich sagen,
so beschäftigt war und ich weiß auch nicht, habe es einfach gelöscht und gut ist. Naja, und jetzt mache ich halt neue. Und so nach und nach kommen immer wieder neue dazu. Es kommt auch Einkaufsdinger und Tierdinger. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Und freue mich natürlich über Abos, so kann ich besser reden, über Abos. Und ich komme natürlich auf Besuch auf eurer Seite und klicke dann auch gefällt mir als Abo, also wenn mir die Seite gefällt, also der Kanal besser gesagt. Ich bin schon ganz durcheinander, weil ich bin ja auch bei Facebook. Und ja, mehr möchte ich jetzt im Moment nicht erzählen, weil wie gesagt, mir geht es ganz schlecht. Und danke fürs Zuhören und für nein. Und bis bald, ihr Lieben. Tschüssi.